Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Liebacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zum Thema: Ich will haben, ich will viel haben, ich will es schnell haben, ich will es einfach haben, ich will haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, erlebe ich auch immer wieder in meinen Beratungsstunden, ob das jetzt eine reine Online-Stundenberatung ist oder ob es eine Vorortberatung ist, habe ich oft sehr motivierte Menschen. Sehr hochmotivierte Menschen, die sich vorgenommen haben: Ab sofort werde ich meinen Lifestyle umstellen. Ab sofort werde ich eben gewisse Dinge nicht mehr machen, weil ich mich nicht wohlfühle, weil ich Übergewicht habe, weil es mir nicht gut geht. So, und dann stellt sich im Laufe des Gesprächs raus, im Erstgespräch manchmal erst nach der ersten Verlaufskontrolle, die ich entweder dann bei mir vor Ort gestalte oder indem ich Verlaufsdaten online zugesendet bekomme, stellt sich raus: Ja, aber. Und zwar, da kommt dieser Satz: Ja, aber. Ja, aber ich habe dann eben das nicht machen können, weil ich keine Zeit gehabt habe. Ja, aber das funktioniert halt doch nicht so, weil da am Wochenende war ich dann weg mit Kollegen und da habe ich aber dann anders essen müssen, anders trinken müssen. Ja, aber immer nur Vollkornreis zu essen, immer nur Vollkornnudeln zu essen, immer nur Fisch zu essen, immer nur Gemüse zu essen, immer nur Rindfleisch zu essen, immer nur Tofu zu essen, immer nur Seitan zu essen, immer nur Eieromelette, Müsli zu essen mit Obst, das ist mir langweilig. Was habt ihr vor? Beziehungsweise, wie stellen sich das mancher vor, wie das eigentlich funktioniert? Ich meine, im Ernährungsbereich, da ist ja schon eine breite Streuung, es ist nicht so, dass wir hungern müssen. Wir haben ja alles, was wir wollen. Aber es ist halt keine Pizza, es sind keine Nocchis, es sind keine Sahnudeln, es sind nun eben mal keine Sahnetorten, es ist nun mal eben kein Kuchen und auch kein Nutella-Brötchen. Nein, das ist eben nicht. Sondern es ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung einmal. Und für eine gesunde, ausgewogene Ernährung muss ich halt auch ein Stück weit Zeit investieren. Zeit investieren in der Vorbereitung meiner Speisen. Klar, es ist eigentlich nicht so schön wie auf dem Sofa sitzen, die Füße hochstrecken. Klar, es ist nicht so schön wie trainieren. Es ist nicht so schön wie mit Kollegen im Studio pumpen. Nee, es ist natürlich Zeitinvestition, die nicht bei den meisten, nicht mit dem Gleichzeichen an Spaß steht. Und da fängt es schon mal an. Also dieses Ja, aber, das kann man sich sparen. Sondern eigentlich müssen wir sagen: Ich bin zu faul dazu, ich habe keinen Bock, ich würde es gern irgendwie einfacher gestalten. Aber es traut mir keiner zu fragen, weil er die Antwort ja eh schon kennt. Aber so versucht natürlich jeder, so seinen Weg zu finden, und letztendlich, was ist es? Früher oder später wird dann die Flinte ins Korn geworfen. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die ein bisschen Gewicht reduzieren wollen, sondern die meisten Menschen, die zu mir kommen, die haben schon Komplikationen, die haben schon viel ausprobiert, die haben auch schon in vielen Foren irgendwas nachgelesen, haben alles mögliche ausprobiert und kommen dann weiter, kommen sie zu mir. So, und ich mache die Vorgaben, was man machen sollte. Es ist nicht so, dass die Leute hungern müssen, es ist auch nicht so, dass die Leute vor lauter Hunger sterben müssen, sondern es ist genügend zu essen da. Aber es scheitert immer daran, dass Zeit investiert werden muss, und dieses Zeitinvestment wird von den Menschen als sinnlos bezeichnet. Das heißt, wenn ich dieses Vorhaben schon angehe und sage: Jetzt muss ich schon wieder in die Küche stellen, ich habe gar keinen Bock drauf. Jetzt muss ich schon wieder mir was zu essen richten, obwohl ich daneben dran in den Stand gehen kann, denn da gibt es so komische Brötchen mit so komischem Zeug drauf und mit rot-weißer Soße. Warum soll ich denn zu Hause was machen? Ich habe keinen Bock. Wenn ich schon so an die Thematik rangehe, dann kann ich es auch direkt sein lassen, sondern wenn ihr euch was zubereitet, wenn ihr Zeit investiert für euer Vorhaben, nicht für mein Vorhaben, nicht fürs Vorhaben für einen Freund, sondern ihr macht es für euch, dann dürft ihr das nicht als sinnlos bewerten, nicht als lästig bewerten, sondern ihr sagt: Jawohl, ich tue was für meine Gesundheit, ich tue was für mich ganz allein, und ich bekomme irgendwann auch den Dank dafür, für was ich hier gearbeitet habe. Wobei man es nicht mal als Arbeit bezeichnen sollte, sondern es ist ganz einfach notwendig. Es ist eine Grundversorgung mit gesunden Nährstoffen, und dazu muss ich Zeit investieren, und zwar Zeit in meinen Erfolg, Zeit in meine Gesundheit, Zeit in meine langfristige Gesundheit. So einfach wäre das eigentlich. Aber die meisten Menschen machen es sich einfach schwer. Sie machen es sich einfach viel zu schwer. Die legen sich selber Riesensteine in den Weg. Und da muss man drüber stolpern. Es gibt Menschen, die räumen die weg, die Steine. Aber viele stürzen lieber drüber und lassen dann alles wieder sein. Und dann geht's los.
ein halbes Jahr später nochmal das gleiche von vorne. Ein halbes Jahr später, oh, da habe ich gehört, da gibt es die Methode, das 6-Wochen-Programm, bla bla, probiere ich das aus. Auch wieder versagt. Dann die nächsten halbes Jahr gehen sie wieder los, da gibt es das 12-Wochen-Programm, bla bla bla. Und dann gibt es das nächste Programm, das nächste Programm, das nächste Programm und sie kommen nie auf den Punkt. Und warum kommen sie nicht auf den Punkt? Entweder das Ziel zu hoch gesteckt oder eben einfach falsch investiert, falsche Vorstellungen von dem, was man mit was erreichen kann. So einfach ist das manchmal. Deswegen, wichtig ist die Einstellung zur ganzen Sache. Wichtig ist die Einstellung zu dem, was ich tue. Wenn ich geschäftlich erfolgreich werden will, kann ich auch nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt muss ich das wieder machen. Nee, da habe ich keine Lust drauf. So werde ich auch geschäftlich nicht erfolgreich. Und wer erfolgreich werden muss, der muss gewisse Dinge tun und tut sie auch gern. Und dann ist er auch erfolgreich. So einfach ist das. Das war's schon. Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, heute zum Thema. Ist eine Frage des richtigen Ankers hier oben. Der Geist, der Kopf geht vor, der Körper folgt. So einfach ist es einfach. Und ich weiß, von was ich rede, weil ich selbst seit Jahren praktiziere. Nicht immer zu 100% erfolgreich, aber ich denke, bei 98% bin ich. Das war's schon. Bis dahin, macht's gut.